Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier. Heute wieder eine Folge Planet World, die zweite. Und ja, ich habe jetzt meine eigene Insel, weil Rietze hatte keinen Bock mehr auf mich. Rietze, du musst das zusammen craften. Hab ich doch. Genau, Crafte hilft uns jetzt hier ein bisschen. Nicht so broken? Nee. Und ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Holz farmen auf der Insel und dann gucke ich mal, dass ich hier bei mir ein bisschen was schaffe. Ja, ein paar Meshes machen. Ich sehe es Gott sei Dank nicht auf meiner Insel. Ja, zum Glück. Ja, ich meine, wir wollten es mal austesten, wie es ist in einem Sky-Projekt, wenn wir nicht auf einer Insel sind. Das Ding ist, dass wir bisher halt immer, wenn wir es so gemacht haben, nie großartig weit gekommen sind. Also. Da ist es, das erste Eisen. Oh. Ja. Wisst ihr, was ich dazu sage? Dass ich es noch nicht hab. So. YOLO. Und das hier, diese Items habe ich noch bekommen: Chicken Stick, Scoop, Cookie und Portable Gravity. Das zieht halt Items an. Hiermit kann man dann irgendwie Bienenstöcker-Geschichten machen und. Ach so, übrigens. Du musst den Bienenstock abbauen. Damit. Ja, ach so, stimmt. Jetzt mal ein bisschen, was ich hier vorhatte. Ich will hier alles außen rum zu Stone ändern. Ich will hier einen Todesstern bauen. Ach so. Lol, hier. Ja, hier. Ich will alles, dass die alles außen rum zu Stone ändern. Dann will ich jetzt diesen kleinen Todesstern machen. Alter, geil. Das will ich sehen. Das schaffe ich. Das kann auch von mir aus das Cobblestone sein, aber das ist mein Ziel. Wie groß also, wird er denn? Deko her. Weiß nicht, und hier in der Mitte will ich halt komplett aushöhlen, dass da dann meine kompletten Technik-Sachen so drin sind. Ja. Du kannst den Sternkern so umstellen, dass er nach außen drückt, dann kannst du innen rumlaufen. Achso, ja, das wäre auch cool. No. Ja, das sind ja schon mal coole Pläne. If you wanna be my lover, und ich glaube, das ist Ufer. Na, ich werde mir jetzt erstmal ein Sieve machen, so ein Heavy Oak Sieve. Ja, da brauche ich auch Strings. Shit. Echt, bring dir welche mit. Ich bin ja hier, um euch zu unterstützen erstmal. Ach so, hast ich du bin, viele? Ja, ich habe dir genug mitgebracht für ein Heavy Oak Sieve. Ah, okay. So eine Mutter, Alter. Ja, wie die Mutter, die einem das Trinken und die Brotbüchse hinterher trägt. Ja. Oh, ich hatte mal so peinlich, wo ich gerade an die Brotbüchse denken muss. Geh mein Bruder. Einmal bin ich in die neue Schule gekommen. Fünfte Klasse kommt noch eine neue Schule, ne? Ja, weiter für eine Schule. Auf einmal mein Bruder kommt am zweiten Tag rein. Das hat er extra gemacht, weil wir hatten uns an dem Tag davor und uns mehr oder weniger in den Haaren gehabt. Ich habe ihn so ein bisschen sadistisch, habe ich ihn bei meiner Mutter verpetzt. Oh. Und am nächsten Tag kam er in meine Klasse geklopft. Mauri, du hast eine Brotdose vergessen. Also eine pinke Hello Kitty Brotdose. Oh, Alter. Ey, was geht bei ihm? Könnt ihr bitte lieben? Danke. Oh, Leute. Das ist ja, wie er schon genau wusste. Na, das ist ja wie neulich hier, als er dich im Hintergrund im Stream genervt hat. Junge, ich kann nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit Damage wegen beim Essen bekomme. Mm. Was eine Scheiße, Alter. Sieg, in deiner Kiste ist ein Wunder passiert. Echt? Ist da was gespawnt? Ja, das ist, glaube ich, ein Bug in der Mod. Ah. Und deswegen muss ich wieder mitnehmen. Nein. Bitte nicht. Hä, was passiert? Oh, das sind Strings und Compressed Gravel, geil. Oh, in der Mitte sind Monster. Okay, dann craften dort doch mal. Guck mal, stell's euch mal kurz vor, guck mal, die ganzen kleinen Inseln hier, ne? Hm. Das ist alles die Freunde von Rainer Kallmund. In der Mitte dieser große Planet ist Rainer Kallmund. Ah ja. Der große ist Rainer Kallmund. So. Mann, sorry, ich brauch Essen, ich sterbe. Ah, ja, ich hab verrottetes Fleisch. Nein! Oh. Ah nice, das reicht genau. Ich hab ein halbes Herz. Rietze, ich hab hier noch etwas von dich. Und hier erstmal Atmosphäre-Proviant. Ein bisschen Rottenflash. So, und ich finde das. Mal zu mir, ich hab noch ein bisschen Essen vielleicht. Ich finde das neue System mit den Thieves besser irgendwie, dass man jetzt hier. Ja, ich find's auch besser als alles. Das reinlegen kann, weißt du? Ja, das alte ist irgendwie nicht so. Hm. Tatsächlich. Oh nee, ich bin hier wieder in so einer scheiß Ecke und man tanzt wieder Breakdance. Oh. Ja, immerhin lernst du dann mal was zum Tanzen hier wie in der BAM School, ey. Bitte sag, mach nie wieder so einen Witz. Vor allem damals gab es ja noch so. War das noch so, dass man direkt diese Ore Pieces rauskriegt? Ich hab Brot für dich. Oh, danke. Du liegst bei mir die ganze Zeit auf dem Boden. Hast du für mich auch Brot? Nein. Oh shit. Oh, der Typ! Oh, wie vorhin schon. Oh. Vielleicht bin ich noch was. Lol, wie viele Erze ich krieg, das ist ja Überflutung. Ja, das ist echt so.
Oh, es ist so geil, hier alle Marihuana-Plantage. lol. Crap, das ist voll der Drogendealer. Das ist meine Handbar. Okay, tut dich schön aus, Rätsel. Na, was geht? Was wollten ihr? Was wollten ihr, Alter? Michelle. Genau so hat er in Wirklichkeit. Wahrscheinlich hat er in Wirklichkeit gerade wirklich irgendwie eine Droge genommen. Ja. Nein. Wieso mehr hat das Kind, Alter? Dann kommt gleich die Polizei rein. Ja. Ja. Und dann kriegt sie, ich mach das für ein Video, okay? Ah ja. Ich darf es machen, ich streame. Ja. Ja, ah ja, weißt du noch, ja, ich hab mir Lootbacks entschieden, ja, weil ich streame gerade. Weißt du noch? Ach ja, stimmt, damit es schnell geht, oder was? Hä, was? Nein, davon weißt du, ich hab mit Crypto geredet. Ach so. Ja. Das Ding ist, ich hab mir einmal Lootbacks in Self-Lab 3 geschickt, dann hat Crypto mir erklärt, warum das Cheating ist. Und da hat er so ein Beispiel gemacht, wenn du in den Laden gehst, also weg, dann der sagt, du kannst dann auch nicht sagen, ja, ich nehme die mit, das ist für ein Video. Klar. Das mache ich jeden ja, Tag. Ja, ich nehme die jetzt mal kostenlos mit, das ist ja für ein Video. Genau. No. Wenn du genug Follower hast. Ich habe kein Argument mehr geführt, ich so, scheiße. Gefunden, so nennt man das. Aber warte mal, Erde? Achso, da brauche ich ja neun, naja, egal. Dann lass ich es. Leg deine Erde mal nicht rein. Das ist, glaube ich, nicht ganz so toll, wenn du deine einzige Erde wegmachst. Ja, das stimmt. So, ich hole mir erstmal. Ah ja, stimmt. Jetzt brauche ich mal dieses Portable Gravity. Mal sehen, ob das geht. Also, ich muss es nur dabei haben. Das sollst du die ganze Zeit im Inventar haben. Hier Bruchstein für dich. Ist es jetzt aktiviert? Mal sehen. Siehst du es an? Ich glaube schon. Musst du einfach mal probieren, irgendwas wegwerfen und gucken, ob du es anziehst. Na. No. Ich mach was komplett Produktives, ich springe jetzt um den Planeten rum. Okay. Ja, weil man springt so weit, das ist voll geil. Das Produktivste, was ich gemacht habe. Ich hab da auch immer ab und zu Spaß dran. Ah, oh, ich muss Alter, das auf dunkel stellen. Ich bin Creeper-Kopf, Alter, ich steh jetzt ein Creeper hier. Aber weißt du noch, als Vogelspinne HD und Crypto in Bärbel einen Gastauftritt hatten, beim Boss-Event. Hm. Ach ja, stimmt. Ja, wir jetzt. Haben wir gegen Crypt und Vogelspinne gekämpft. Na? No. Das habt ihr das mit Kanzeln und PC gemacht? Ach nee, gegen Spinne und Creeper, oder? Ja. Ja. Wir hatten nichts gehabt, wir sind sogar beide gestorben. Ach, Broken Iron Ore kann man. Oh, Alter, ich bin gerade um den halben Planeten geflogen. Sowas will ich nochmal schaffen. Das habe ich auch, glaube ich, gerade geschafft. Ich will es einmal schaffen, um den ganzen Planeten zu fliegen. Glaubt ihr, sowas geht? Man muss vielleicht das doch wieder zusammen craften, das Broken Iron Ore zu Gravel. Ja. Ja, ja. Ah, okay. Dann ist es ja doch wie heute, nur die Texturen sind anders. Wie anders? Was meinst du denn dann? Weil heute hat man ja, heute bei Sky Factory zum Beispiel in der 1.12 hast du ja diese Ore Pieces, die du dann erstmal zu diesen Chunks da zusammen craften musst. Weißt du, was ich gerade nicht verstehen kann? Du hast eine Achievement bekommen, Acquire Hearts Dings Scheiße. Und ich habe gerade auch ein Eisen gemacht, ich habe keine Achievement bekommen. Warum? Dann hast du vielleicht das dann. Das davor noch nicht. Hatte ich Du musst erst das davor kriegen, das Achievement, damit du das auch hast. Was? Time to Strike wahrscheinlich? Also wahrscheinlich. Man kann eigentlich kann man hier so ziemlich alles machen, was man auch in der neuesten Version machen kann. Ach so, ich muss den Ofen. Nur die Siebe sind anders. Ich hab diesen komischen Ofen bei diesen Stufen. Na gut. Der ist mir aber scheißegal, den finde ich günstiger. Ich nehme Achievements, sind mir egal. Da geht der jetzt der Ofen, weil du hast gesagt, der geht ja, nicht. Ja, der hat doch, der funktioniert. Und der ist eigentlich günstiger als ein Ofen, funktioniert eins. Der. Ja. Oh, Leute, muss einfach aus Stone Slabs machen. Ach, ich wollte mir eigentlich mal so einen Eisenofen machen, weil der tut, der ist, glaube ich, irgendwie doppelt so gut. Ich glaube, der braucht irgendwie nur die Hälfte. Ja. Also ich glaube, wenn man einen Kohle reinigt, dann kann man nicht nur 8 machen, sondern dann eben halt 16. Moin. Ich weiß, auf jeden Fall war er besser. Das ist das Wichtigste. Da guckst du bist ein Marvel-Fan auch, oder? Ja. Guckst du Endgame? Ja. Wann? Hast du schon Karten? Nein. Wann kommt denn die Kinos? Ich hab's nicht verfolgt. 24. April, am 23. ist Vorpremiere. Ich bin eigentlich am 23. Okay. ins Kino gegangen, oder bin ich im Phantasialand? Ich habe erst mal ein Thumbnail gemacht. Lol, ich gehe übermorgen, gehe ich in Europa-Park. Oh. Geil. Nee, Mittwoch. Ja, nee, du bist kein Achterbahn-Typ. Nee. Oh, Alter, ich lieb das, wenn so 100 Loopings und ich danach richtig kotzen muss. Ich lieb sowas. Na ehrlich, ich lieb das wirklich. Ja, richtiger Fetischist.
Ich liebe es im Planet Coaster, den in der Achterbahn zu bauen und dann den plötzlich dann Erfolg zu bekommen, schrei lauter, wenn du schneller fahren willst. Oh Gott. Ich hab auch mal, da saß meine Achterbahn, guck, in so einem komischen Kettenkarussell, da sind nur keine Babys drin. Ich hab da auch damals drin gesessen, da war ich mit 3 Jahren und auf einmal kam ich ganz laut dran hin. Der so, wollte noch eine Runde, alle so, Der so, ich hab mein ganz lautes Jahr gehört und gib nochmal richtig Schwung. Oh Gott. Gib doch mal kurz. Ja moin. Okay, ich beende die Folge aber mal an der Stelle. Ja, ich beende meine Folge auch. Auf Wiedersehen, ja. Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo und schaut auf meinem Pornhub-Kanal vorbei. Ja. Könnt ihr mal lieben jetzt? Das war's komplett.